So, weiter geht's heute mit dem Red Bull Ring Challenge Cup und damit herzlich willkommen zurück zu Grid. Ja, auf geht's. So, wir kaufen uns das Auto, das ist ein Ferrari. Und dann gehen wir mal rein. So, erste Rennen, drei Runden. Auf einem 1,85 kurzen Strick, also nicht wirklich weit nach vorne. Ja, mal gucken, wie weit es geht da vorne. Der Red Bull Ring hat über die Jahre schon viel Action gesehen und jetzt ist die Grid World Series in der Stadt, um noch einen draufzulegen. Kristen, was für Erfahrungen hast du an diesem tollen Schauplatz hier gemacht? Naja, die Strecke wurde 1969 gebaut. Das heißt, sie hat sich mittlerweile bewährt. Hier gibt es nicht nur eine atemberaubende Landschaft und einen tollen Ausblick auf Wälder und die weitere Umgebung, sondern auch eine hochwertige technische Rennstrecke, die echt schwer zu meistern ist. Verstehe. Die Strecke ist schon etwas Besonderes und ich bin sicher, unsere Fahrer werden hier heute alles geben. So, gehen wir mal rein. Nach 14 starten wir. Es ist ja alles das gleiche Auto. Also es ist nicht cool. Es ist nicht stark. Ich bin bei der 5. Und wir wollen den Start, den ich noch nicht schaffe, aber diesmal ein bisschen erfolgreicher auf die Strecke zu gehen. Halt dich zurück, hast jemanden zur Weißglut getrieben. So, heute sehen wir uns zwei Rennen an. Ach, hört doch mal auf, mich damit mehr zu nerven. Recht bestimmt ist jetzt in zwei Rennen und zweiter Arbeit, aber wird nicht so. So, auf jeden Fall das. Ja, wir sind durch, wir sind schon vorne weg. Wir wollen das Ring natürlich gewinnen. Drei Runden heute. Und endlich mal einen Auftakt gewinnen. Guter Start, bleib an der Spitze. Ich habe Anweisung gegeben, um eine höhere Position zu kämpfen. Okay, Angreifen bestätigt. Na los. Den nächsten. Letzte Runde. Bleib bis zum Ende in Führung. Wir wollen uns das Ding hier natürlich souveräner holen. So, ich schaff dann. Nein, bitte nicht jetzt auch holen, nicht eine Zeitstrafe reinholen oder so. Jawohl, zweiter ist er momentan. Ich hole mal hoffentlich den Auftakt mit dem Doppelsieg direkt. Fürs Team ist das gar nicht so schlecht. So. Auf jeden Fall sind wir schon mal mit dem ersten Teil durch. So, zweite Rennen. Wieder Österreich. Also wieder gleiche Strecke quasi. Also fast gleiche Strecke. So, weiter geht's mit dem nächsten Teil und ja, stehen wieder ein bisschen weiter hinten diesmal. Es geht in die alles entscheidende letzte Runde. Kristen, was denkst du gerade? Wenn man vom Punktestand ausgeht und davon, wie das letzte Event gelaufen ist, habe ich so eine Ahnung, wer gewinnen wird. Ich sag's dir gleich unter vier Augen.
Nicht mehr lange und wir werden wissen, wie es ausgeht. Also bleiben Sie dran. Na dann, auf geht's. Auf 714, ja, super. Schön durcheinander gemixt. Das soll nicht mal aufeinander stehen. Kann meinem Kollegen nicht mal helfen. Verstanden. Angreifen. Ich geb's weiter. Ja, soll natürlich dann. Angreifen scheint gerade nicht möglich zu sein. Ihr Ziel ist es natürlich, den Sprung ganz nach vorne zu packen. Dass ihr uns schön die Lücke da freimal da. Ach du Nervs, ich danke schön fürs Ausbilden. Ach komm okay, schon. Da wird jemand nicht glücklich sein. Da wird nicht glücklich, wenn du nicht glücklich sein. Diesmal haben wir ein bisschen mehr Möglichkeit, das Ding hier nach Hause zu fahren, ne? Also da ein bisschen rauszufahren, so rum ist richtig. Tolle erste Runde. Du bist in Führung. So, mich natürlich jetzt ein bisschen abzusetzen. Versuchen, dass ich Minimum die 2-3 Sekunden wegkomme. Okay, du hast gerade die Hälfte des Rennens absolviert. Ja. Okay, angreifen. Ich versuch's weiterzugeben. Okay, es wird angegriffen. Jetzt komm ich ein bisschen weg auch. Jetzt müssen wir schauen, reicht das hier, um das Ding auszufahren? Neunter sind wir nur geworden. Aber wir haben es zumindest gut. Schaffen wir, kommen wir ohne Strafe nach vorne? Ich werde mich befürchten, dass wir nämlich noch eine Strafe reingedrückt bekommen. Ja, 3 Sekunden, aber es reicht trotzdem, um das Ding nach Hause zu fahren. So gerade noch. Naja, Hauptsache wir haben unser kleines Duellchen gewonnen. So, wir sind noch wieder durch für heute. Wahrscheinlich. Weißt du, es sind nur 1-2 Runden drin. Und dann sind wir bald schon in der Saison 3. Aber jetzt erstmal mal hier. Das soll jetzt Level 9 sein. Ja. So, der Wettbewerb Challenge Cup ist auch durch. Ich glaube, es dürfte sogar für beide Autos reichen auf dem Podium. Ja, sieht so aus. Nee, sieht nicht so aus. Es sah nur von dem Auto her so aus, aber es ist nicht, leider nicht das Auto, was wir brauchen. So, dann haben wir unseren ersten Sieg durch. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann geht's weiter mit Swift Speeds. Time Attack. 2 Runden. Bis dahin und tschüss.